wurde geschützt. Die war immer eingeschlossen. Und das Zimmer, wo sie sich befand, hat keinen Ausgang gehabt. Und immer wenn Zakaria alaihi salatu wasalam gekommen ist, um Maryam zu besuchen, kleines Mädchen, vor Maryam alaihi salatu wasalam lagen es Früchte aus Jannah. Frische Früchte. Und einmal hat Zakaria alaihi salatu wasalam gefragt, woher hast du das? Anna laki hada, woher? Sagt er, Allah, ja, so kann man Allah gibt. Und das hat Zakaria alaihi salatu wasalam dazu gebracht, dass er auf Dua macht, weil Zakaria alaihi salatu wasalam war alt. In verschiedenen Rawayat kommt er aber über 90 Jahre alt. Er hat keine Hoffnung mehr gehabt, ein Kind zu zeugen. Aber als er dann gesehen hat, dass Maryam a.s. etwas bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, also die Früchte, diese Früchte hat, diese Saison ist gar nicht für diese Früchte. Und sie bekommt es, obwohl überall geschlossen ist, und sie bekommt es. Und warum soll ich denn diese Hoffnung nicht haben? Es ist nicht meine Saison, ein Kind zu zeugen, zu sagen, aber ich kann es verlangen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah, Zakaria alayhi salatu wa salam, macht Dua. Diese Dua steht in Surat al-Maryam am Anfang. Ne? Liest diese Dua, ist sehr schöne Dua. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm frohe Botschaft, du bekommst einen Sohn. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesem Sohn auch einen Namen. Es gibt, Ulama sagen, es gibt ja vier Menschen auf dieser Erde, die eigentlich von Allah subhanahu wa ta'ala ernannt worden sind. Zakaria, Yahya alayhi salatu wasalam und Isa alayhi salatu wasalam. Und dann Yaqub alayhi salatu wasalam und Ismail, Ishaq alayhi salam. Unter den Propheten. Außerhalb Propheten sind noch zwei Personen, die von Allah subhanahu wa ta'ala ernannt worden sind. Das sind Hassan und Hussein. Diese beiden haben auch die Namen bekommen. Rasulullah s.a.w. hat gesagt, Allah gibt diese Namen, die beiden. Weil Ali radiallahu anhu hat Hassan bekommen und hat ihn Harb genannt. Harb, Krieger. Und Rasulullah s.a.w. hat ihn gefragt, wie heißt er jetzt? Was ist mein Name? Sagte Harb, sagte nein, weil er Hassan. Er ist Hassan. Und dann kommt Hussein nach 11 Monaten und Rasulullah s.a.w. fragt ihn, wie heißt er? Sagte Harb, nochmal wieder Krieger. Sagte er, weil er Hussein. Allah will es so. Das sind Personen, die von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sind. Und Zakaria alayhi salatu wasalam bekommt den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, er darf 3 Tage nicht beten. Er redet nicht. Er betet nur. Und einige Mufassirin sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn stumm gemacht. Nicht stumm in dem Sinne, sondern er konnte nicht mehr reden. Das war ein Zeichen davon, dass Zakaria kommt, dass Yahya kommt. Und im Laufe der Zeit, Yahya alayhi wasalam, ist auf die Welt gekommen und Maryam alayhi wasalam, war gerade mal 16, 17 Jahre alt. Sie lebt in Palästina, genau in dieser Stadtteil, was wir Beit al-Maqdis nennen, Jerusalem. Und sie hat sich zurückgezogen, um zu duschen. Das steht alles in Surat al-Maryam. فَتَّخَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيرًا. Sie hat sich zurückgezogen, مَكَانًا شَرْقِيًا. Auf die östliche Seite, wo sie gewohnt hat, sie hat sich zurückgezogen, um zu duschen. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا. Auf einmal kam ein Mann vor ihr. Obwohl sie alleine ist, niemand ist da und sie hat sich extra Hijab gemacht, damit keiner mich sieht. Und dann kommt auf einmal ein Mann. Maryam a.s. hat gesagt, Ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dir jetzt. Und er hat gesagt, innama ana rasul rabbik lahaba laki ghulaman zakia. Maryam, du sollst wissen, ich bin Allahs Gesandet, ein Engel. Lahaba laki ghulaman zakia. Ich gebe dir den frohe Botschaft von einem Sohn, von Isa a.s. Sie sagt, anna yakuna li ghulam. Ich bekomme einen Sohn, obwohl ich nicht verheiratet bin und obwohl ich nicht auch eine schlechte Frau bin. Keiner hat mich bis jetzt angefasst. Und ich werde, Jibreel alayhi salatu wasalam sagt, kazalika. So ist das. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas vornimmt, was macht er? Er lässt es werden. Und es wurde. Verhamalat. Deswegen Mufassirin sagen, dieses Wort verhamalat heißt, sie hat diese 9 Monate
Schwangerschaft, was eine Frau in 9 Monaten bekommt, bekam sie sofort. فحملت فاتخذت به مكان القصير. Sie hat gesehen, sie hat einen dicken Bauch. Sie wusste nicht, was sie damit machen muss. Sie ist weggelaufen. فاتخذت به مكان القصير. Sie ist weggelaufen und was hat sie gesagt? يا ليت مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Oh, wehe, warum bin ich denn vorher nicht gestorben? Es wäre schön, wenn ich tot wäre und dass die, es wäre auch schön, dass die Leute mich vergessen hätten. Dass, es hat keine Mariam gegeben. Was ist mit mir passiert? Dann kam die Engel, der Engel wieder zu ihr. Hat gesagt, mach dir keine Sorge. Das ist ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er wird die Rechtleitung sein für die Menschen. Und dann kam Isa alayhi salatu wasalam. Und sie hat Schmerzen gehabt. Sie wusste nicht, was sie machen. Stellt euch mal vor, 17-jähriges Mädchen, 16-jähriges Mädchen, sie hat ja keine Erfahrung bei solchen Sachen. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie hat die Schmerzen, sie sieht, sie denkt gleichzeitig an das Volk. Was denken diese Leute über mich jetzt? Weil Schamhaftigkeit war etwas sehr groß geschrieben bei Familien von Propheten. Und sie wusste nicht, was sie machen soll. Und dann so. Vorher kam der Engel vor ihm. Und als sie dann beim Gebären war, der Engel hat sich versteckt. Hat sich versteckt, aber von dahin gerufen. Mach dir keine Sorge. Und sie hat sich, es war so ein Baumstamm, getrockener Baumstamm, eine Palme war das. Und der Engel hat gesagt, leg dich da hin zurück und schüttle den Baum. Und als sie das gemacht hat, dann regneten frischen Datteln. Und sie hat diese Datteln. Dann wurde gesagt, trink das Wasser. Dann kam Wasser. Trink das Wasser und nimm dir die von diesen Datteln und mach dir keine Sorge. Dieses Kind wird für dich die Kühle deiner Augen sein. Und dann kommt Isa alayhi salatu wassalam auf die Welt. Was macht Mariam alayhi salatu wassalam? Sie nimmt das Kind und läuft zu ihrem Volk. Das ist ein Befehl von Allah. Jetzt, du sollst zum Volk gehen, zu deinem Volk gehen. Und als die Leute sehen, das ist immer so, bevor die Leute etwas verstehen, machen sie sich Vorurteile. Bevor sie was wissen, bevor sie was fragen, das ist schon eine Sünde im Islam, wenn man etwas gar nicht weiß und man gibt aber seine Meinung. Verurteilungen und Vorurteilungen. Das sieht man auch in dieser, dass die Leute gesagt haben, ah, Mariam, woher hast du dieses Baby? Ma kana abuki imra asaw'in wa ma kana ummuki baghiya. Weder war dein Vater war, davor haben sie ihn Ya Ukhta Harun genannt. Ya Ukhta Harun, oh du Schwester von Harun. Die Mufassirin sagen 2 Sachen über diese Ayat. Einige sagen, damit meinen sie, dass sie von Abstammung von Harun a.s. ist. Die anderen sagen, nein, Harun war in der Zeit ein sehr schlechter Mann. Jeder, der Schlechtigkeiten begangen hat, man hat gesagt, das ist doch der Bruder von Harun. Oder das ist doch die Schwester von Harun. So hat man gesagt. Einige sagen, dass damit ist gar nicht Harun a.s. gemeint, sondern Harun war ein Mann, der in der Zeit ein sehr schlimmer Mann war. Und jeder, der Schlechtigkeiten gemacht hat, man hat gesagt, das ist der Bruder von Harun. So, die sagen, ja, Ukhta Harun. Wo du Schwester von Harun, Makana Abu Kimra Asawin, Makana Ummuke Baghir, was macht sie? Sie hat das Befehl, verasharat ilay. Sie sagt, Inni nazartu lir Rahmani Sauman, falan ukallim al yawma. Sie sagt, ich habe gefastet und ich darf nicht reden. Wenn ihr reden wollt, dann sollt ihr mit diesem Baby reden. Und das Volk regt sich noch mehr auf. Wir sollen mit einem Baby reden. Wie soll dieses Baby reden? Und dann fängt an, Isa alayhi salatu wassalam zu sprechen. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen Christentum und Islam, was wir von Isa alayhi salatu wassalam halten und was die von Isa alayhi salatu wassalam halten. Die sagen, dass Isa alayhi salatu wassalam in dieser Nacht geboren ist und als er geboren ist durch eine Wunde, dann hat er gleich behauptet, ich bin der Gott. Ich bin der Gott. Aber Koran sagt, als Isa a.s. angefangen hat zu reden, was hat er gesagt? Qala inni abdullah. Er hat gesagt, ich bin Allahs Diener. Er hat nicht mal gesagt, ich bin Allahs Prophet. Er hat nicht mal was anderes beauftragt. Er hat gesagt, Qala inni abdullah.
Ich bin Allahs Diener. Atani al-Kitab. Allah hat mir ein Buch gegeben, das heißt Bibel. Waja'alani Nabiyan. Zum Dritten hat er dann gesagt, ich bin ein Prophet. Waja'alani Mubarakan. Ich bin gesegnet. Dann, وَأُمِّرْتُ بِالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ مَا دُمْتُ حَيَّ. Und Allah hat mich befohlen, ich soll das Gebet machen und Almosen geben, solange ich lebe. Wie geht's weiter? وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي. Das ist noch eine Sache. Ein kleines Baby bringt uns schon den Koran bei, wie sollen wir unsere Eltern behandeln. Er sagte, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًا. Und Allah hat mich auch befohlen, ich soll meine Mutter, in dem Fall hat Isa a.s. nur Mutter gehabt, keinen Vater gehabt. Deswegen, er nennt auch nur die Mutter. Er sagte, Allah hat mich auch befohlen, ich soll meine Mutter gut behandeln. Ich soll gut sein gegenüber meiner Mutter. Ich soll nicht einer, der schlechten Charakter gegenüber seiner Mutter haben. الصلاة علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Dann sagt er auch noch das. Also Frieden, es ist Frieden sei mit mir. An dem Tag ich geboren bin, an dem Tag ich wieder aufstehen werde. السلام علي يوم ولدت. An dem Tag ich geboren bin, ويوم أموت. An dem Tag ich sterbe. Isa ist noch nicht gestorben. Koran sagt. Isa ist noch nicht gestorben. ويوم أموت. Wenn ich am Tage des Gerichtes aufstehe, dann werde ich auch ein gesegneter Mensch sein. Am Ende sagt Allah subhanahu wa ta'ala, مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Es ist nicht angemessen zu deinem Allah subhanahu wa ta'ala, der zu sich einen Sohn nimmt. Es ist nicht Allahs Sohn. Es ist nicht Allah und es ist auch nicht Allahs Sohn. Sondern wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich etwas vornimmt, was sagt, كُنْ فَيَكُنْ, sei und es ist. Und Allah ist der Erhaben über alles, was die Menschen über ihn als Schlechtes gesagt haben. Das ist das, was dieses Nacht betrifft, wenn es überhaupt diese Nacht ist, wenn Isa a.s. geboren ist. Aber für uns ist es zu verstehen, zu geben, zu verstehen, dass Isa a.s. ist durch eine Wunder geboren, was in auch Koran bewiesen ist. Aber Isa a.s. hat von Anfang bis Ende. Er wird auf die Welt nochmal kommen, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, und das steht auch im Koran, dass er kommen wird. Auch zu dieser Zeit wird er nicht behaupten. Am Anfangszeit hat er nicht behauptet, dass er Gott ist. Am Endezeit wird er nicht behaupten, dass er ein Prophet ist. Er wird sagen, ich bin eine Ummati von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die Leute versammeln sich am Ende der Zeit in einer Moschee in Banu Umayya, in Syrien. Und die wollen ja gerade, wurde schon Azan gemacht, zum Salat al-Fajr, wurde schon Azan gemacht. Und Mehdi alayhi salatu wasalam will jetzt gerade Imam machen, dann wird gerufen, Isa ist gekommen. Dann kommt Isa alayhi salatu wasalam mit zwei Engeln, er kommt runter, Isa alayhi salatu wasalam, die Leute freuen sich. Azan wurde gemacht, Iqamat wurde auch noch gemacht und Mehdi alayhi salatu wasalam will nach vorne gehen. Und als Mehdi alayhi salatu wasalam sieht, dass Isa alayhi salatu wasalam gekommen ist, er zieht sich zurück, er sagte, machen Sie Imam. Und Isa a.s.w. sagt, nein, du machst Imam, ich werde hinter dir beten. Das ist wieder ein Zeichen davon, dass Isa a.s.w. weder Gott noch der Sohn, Gottes Sohn war, sondern er war ein normales Mensch, ein Prophet. Er wird auch am Ende Zeit kommen und unter den Ummati von Rasulullah s.a.w. Was war der Botschaft von Isa a.s.w. am Anfangszeit und was war der Botschaft von Isa a.s.w. am Ende Zeit? La ilaha illallah. Nicht anders. La ilaha illallah. Glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt niemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala, der anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das war der Botschaft von allen Propheten. Und Muhammadur Rasulullah und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt zu Sahaba, einmal war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufgeregt über eine Sache von Umar radiallahu anhu und hat gesagt, Wallahi, wenn unter euch Musa kommt und wenn ihr das macht, was Musa gemacht hat, dann werdet ihr runtergehen. Ihr werdet nicht Erfolg haben. Denn ihr sollt wissen, eure Erfolg, wie wir immer sagen, Imam Sahab sagt, nee, Erfolg in Dunya und in Akhirat ist nur in Dien. In dieser Satz ist ein goldener Satz, dass dieser Satz hat jeder Prophet gesagt. Nicht ein anderer. Jeder Prophet hat gesagt, eure Erfolg ist nur in Befolgung Allahs Befehle und in Tariqa von jeweiligen Propheten und in unserer Zeit, der Sunna von Rasulullah.
Und Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ein Leben gegeben, der von A bis Z uns gezeigt hat. Letztens war ich ein bisschen mit einem Buch beschäftigt, und habe ich einen Hadith gelesen, Ajib Hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, Jannibul masajid min sibyan wal majanin. Das heißt, halte fern die Moscheen von Verrückten und Kindern. Das heißt, Kinder und Verrückten sollte man nicht zur Moschee bringen. Und dann habe ich ein bisschen weiter gelesen. Rechtzeitig gekommen. Ja. Und die Fuqaha haben gesagt. Welche Kinder dürfen überhaupt in Moschee reinkommen? Und welche Kinder dürfen nicht in Moschee reinkommen? Und die haben gesagt, Sabiul Mumayyiz. Sabiul Mumayyiz ist ein Kind, wenn du sagst, setz dich und er sitzt. So ein Kind darfst du in Moschee reinbringen. Aber wenn der nicht gehört, darfst du nicht in Moschee rein. Und Verrückten auch nicht. Das heißt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zeigt uns von Anfang bis Ende, wie wir zu Hause sind, wie wir in der Moschee sind. Auch wenn wir in ein paar Minuten in die Moschee kommen, sollen wir schon darauf achten, dass wir ungestört alle bleiben und beten und so weiter und so fort. Und daran ist unser Erfolg. In dieser Lebensweise von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist unser diesseits und jenseitiges Erfolg. Und daran müssen wir arbeiten. Wenn wir reden vom Gebet, dann meinen wir auch das Gebet von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir reden das Wissen, dann reden wir auch Wissen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir reden von Akhlaq, dann meinen wir auch Akhlaq von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das ist unser Erfolg. Auch davon, wenn wir davon ein klein bisschen in unserem Leben geschafft haben, dann werden wir ohne Zweifel, dann werden wir in Dunya und in Akhirat Erfolg haben. Ansonsten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Abu Sufyan eingeladen zum Islam und der war noch ein bisschen, hat er seine Fragen gehabt und so weiter, warum und was und wieso. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr werdet runtergehen, wenn ihr gegen meine Sunna lebt. Und natürlich, er war nicht Muslim, er hat gesagt, ja, schon gut, aber das kann jeder behaupten. Später sagt Abu Sufyan, der größte Fehler in meinem Leben war, dass ich in diesem Moment nicht Ja gesagt habe. Obwohl er war Muslim, er war Sahabi später. Er hat gekämpft, er hat sein Leben dafür verbracht. Aber deswegen sollte man nicht verspäten, sondern von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so festhalten, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Haldu alayha bin Nawajiz. Nicht mit dieser Zähne, sondern die Zähne, die ganz hinten sind, damit sollt ihr mein Sunnat festhalten. Denn in so einer Fitna-Zeit ist die einzige Rettung für jeder Muslim, ist das Sunnat von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sonst wir werden uns verstreuen und in verschiedene Richtungen und verschiedene Wege gehen und diese alle Wege werden nur in Khusran, in ewigen Verlust führen. Sonst ist kein anderer Weg sicher, wie der Weg von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dafür müssen wir arbeiten. Wenn wir sehen, dass die Sahaba sich dafür geopfert haben, die waren nicht verrückt. Die haben verstanden. Die wussten, was Dunya und was Akhirat ist. Die wussten, was Akhirat gegenüber Dunya ist. Die wussten, was für ein Platz Dunya ist. Anstrengung. Hier muss ich mich vorbereiten. Ich werde bald unter die Erde gehen. Und jeder von euch wird vielleicht an meiner Beerdigung teilnehmen, aber keiner von euch wird bereit sein, auf mein Grab einen Nachtzug verbringen. Und ich werde da alleine bleiben. Und da werden nur meine Taten, mein Iman, mein Amal, mein Taqwa, mein Sunnah, die ich verfolgt habe, meine Gebete, die ich gemacht habe, mein Almosen, mein Sadaqa, die ich gegeben habe, diese ganzen Taten werden mit mir im Grab kommen. Sonst alles andere werden nicht. Denn innerhalb von 3 Tagen bin ich ein vergessener Mensch. Deswegen, mein lieber Bruder, wir sollen das im Auge haben. Wir sollen uns anstrengen. Gemäß unserer Situation sollen wir uns anstrengen. Wir sollen nicht faul werden. Es ist momentan eine Lage von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Auch wenn ein Blatt vom Baum runterfällt, davon weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, von diesen ganzen Situationen, da wo wir uns befinden, weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist eine Prüfung. Und Prüfung kann nur so stattfinden, dass wir gesund sind und krank werden. Dass wir Krieg haben und dann Frieden haben. Dass wir reich sind, dann wieder arm werden. Dass wir Freude haben, dann wieder traurig werden. Nur dadurch kann diese Prüfung auch stattfinden. Es ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sollen diese Prüfungszeiten gut überstehen. Wir sollen Yaqin haben an Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Krankheit kann nur mit Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala laufen.
Und wir sollen auch gleichzeitig vorsichtig sein. Denn Taqdir und Tadbir, die laufen gleich. Wer nur sich verlässt auf Taqdir, der wird nur in seinem Leben nur, wie sagt man, nur Verluste erleiden. Wenn er weiß nicht, was Tadbir ist. Und Rasulullah s.a.w. sagt so, Abu Zar radiallahu anhu, oh Abu Zar, du sollst wissen, beste Klugheit ist, Tadbir zu machen. Das heißt, gut vorzusorgen. Wir müssen auch gut vorgesorgt sein, vorsichtig sein, alle Regelungen, die sich beziehen auf unsere Gesundheit und so weiter, sollen wir einhalten. Aber Yaqin sollen wir auf keinen Fall auf diese Asbab haben. Wenn ich eine Maske habe, wenn ich keine Maske habe. Nein, wenn Allah will, dann passiert das mit Maske und ohne Maske. Wenn Allah will, dann Allah schützt mich, wenn nicht, dann nicht. Aber ich bin verpflichtet, mich zu schützen. Ich bin verpflichtet, mich vorsichtig zu sein. Und gleichzeitig meine Amal muss ich nicht vernachlässigen. Das heißt Koran lesen, das heißt Dhikr machen, das heißt zum Moschee kommen, das heißt in Talim teilnehmen. Da, wo ich in meiner Nähe eine Moschee ist, versuchen mehr und mehr Gebet zu machen. Und somit wird Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, diese Prüfungszeit über uns mit einem Erfolg, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala erleichtern.